Ja, schönen guten Tag. Wenn man über die Rolle der Kirche in Chile redet, ein bisschen höher. Wenn man über die Rolle der Kirche in Chile redet, dann ist zumindest bei denen, die sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen, denen fällt dann immer die Geschichte der Vicaría de la Solidaridad und Kardinal Enríquez ein, für den jetzt ein großes Denkmal an der Moneda steht. Und offenkundig ist das auch der im ständigen Sekretariat der Bischofskonferenz eingefallen, als sie jetzt am 11. eine Erklärung abgegeben haben und die Verfolgung der Menschenrechtsverletzungen fordern. Hier wird ein unglaublicher Mythos aufgebaut, der, glaube ich, eine Funktion hat in Bezug auf die gegenwärtigen Verhältnisse in Chile. Der Sekretär der Bischofskonferenz, Monsignore Ezzati, sagte, die Kirche, die Bischofskonferenz und insbesondere Enríquez hätten eine großartige Aufgabe geleistet in der Frage der Menschenrechte. Ich will diese Aufgabe nicht schmälern, aber ich möchte an eine andere Geschichte denken, die auch Teil der chilenischen Kirche ist und die eigentlich noch nicht so richtig geschrieben ist. Es gab einen Teil der chilenischen Kirche oder in der chilenischen Kirche, der sich schon vor der Unidad Popular und während der Unidad Popular positiv auf das Projekt eines neuen Sozialismus bezogen hatte. 1971, die Vorläufergruppe nannte sich Gruppe der 80, formierten sich diese Leute zur Bewegung der Christinnen für, oder damals Christen für den Sozialismus. 1972 haben sie ein Treffen gemacht mit immerhin 300 Delegierten aus Gemeinden und Organisationen aus ganz Chile. Mit dem Putsch war natürlich auch dieses Projekt zu Ende. Und jetzt drehen wir mal die Geschichte der chilenischen Kirche auf richtig. Zwei Tage nach dem Putsch veröffentlichte das Sekretariat der Bischofskonferenz ein Papier Christlicher Glaube und politisches Handeln. Darin steht deshalb, und im Blick auf das Vorhergesagte, verbieten wir Ordensleuten und Priestern die Mitgliedschaft in dieser Organisation, also den Christen für den Sozialismus. Zwei Tage nach dem Putsch, das war Beihilfe zum Mord von mindestens 30 Ordensleuten, Priestern und Laien. 300, 400 mussten ins Exil gehen. Die Bewegung der Christen für den Sozialismus hat sich als diese Bewegung danach nicht mehr erholt. 1977 haben Menschen, die aus dieser Bewegung kamen, erste Versuche gemacht, die Idee dieser Bewegung wieder aufzubauen. Es entstanden sogenannte Basisgemeinden oder die Kirche des Volkes, die vor allen Dingen in den Peripherien Santiagos angesiedelt waren. 1984, 85 gab es ungefähr 300 Gemeinden, die zusammengeschlossen waren. Und ich glaube, es ist okay, wenn ich sage, dass diese Kirche des Volkes vor allen Dingen in den 80er Jahren, also den Jahren des großen Protestes und des Widerstandes gegen die Diktatur, eine wichtige Rolle spielten. Und zwar nicht nur als Schutzort, sondern sie waren selbst ein ganz, ganz wichtiger Akteur im Widerstand gegen die Diktatur. Es waren ungefähr 6 Jahre einer großen Konjunktur, immer unter dem Druck der offiziellen Kirche Chiles. Nachdem Kardinal Silva Enríquez 83 zurücktrat, kam Kardinal Fresno oder auf chilenisch Freno oder auf Deutsch die Bremse, der nichts Besseres zu tun hatte, als permanent sozusagen in die Arbeit dieser Gemeinden, auf die Arbeit dieser Gemeinden einzuwirken und sie in ihrer politischen Artikulation zu bremsen. Das ist deshalb, glaube ich, so wichtig, weil diese Gruppen und Gemeinden zum ersten Mal in der Geschichte der chilenischen Kirche, weil es ein Projekt war zwischen Christentum und Kultur der Armen, Volkskultur. Insofern war es nicht nur ein praktisches Projekt, sondern es war auch ein ideologisches Projekt. Das heißt, hier entstand eine neue Hegemonie,
eine neue Kirche, Teil einer neuen Kirche, die, wenn die Dinge Ende der 80er Jahre anders gelaufen wären, als sie gelaufen sind, möglicherweise auch damals zu einem anderen Chile geführt hatten. Wir wissen, dass ab Mitte der 80er Jahre die Herrschenden unter Leitung der katholischen Kirche, unter eben genannten Kardinal Fresno, sich daran gemacht haben, den Acuerdo Nacional in Gang zu setzen, unter Ausschluss der kommunistischen Partei, aber auch unter Ausschluss anderer linken Bewegungen, um den Übergang, den sogenannten Übergang zur Demokratie zu organisieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal festzuhalten. Das war nicht einfach der Versuch, zu einer Form von Demokratie zurückzukommen, sondern das war ein ganz entscheidender Bruch in der chilenischen Kirche. 86 ging das Attentat gegen Pinochet schief und damit war sozusagen das linke Projekt erledigt. Und die offizielle Kirche Chiles hat alles dazu beigetragen, dass diese Volkskirche, ja, dass die genauso mit abgewickelt wurde. 1991 wurde die Koordinierungsstelle dieser Kirche aufgelöst und auch in Chile hat sich die Kirche von diesem, die Kirche des Volkes von diesem Schlag nicht wieder erholt. Das war nicht nur ein rein chilenisches Projekt. 83 ist Enriquez zurückgetreten. 84 wurde die erste Enzyklika zur Theologie der Befreiung unseres polnischen Papstes veröffentlicht, sondern das war Teil einer gesamten Strategie, sogenannte Alternativen, die in der Befreiungstheologie sichtbar wurden, systematisch kaputt zu machen, indem man sozusagen in Fortführung der Logik des Putsches, wo ja auch in erster Linie die Führer und Parteikader umgebracht wurden, genauso ist man in der Befreiungstheologie vorgegangen und hat sozusagen die Protagonisten dieser Befreiungstheologie gemaßregelt, ihres Amtes enthoben, sie unter Druck gesetzt und so weiter und so fort. Und der chilenische Befreiungstheologe und Soziologe Fernando Castillo sagt, dass man den Einfluss der römischen, also des Vatikans, auf die Bedrängnis der chilenischen Volkskirche nicht hoch genug einschätzen kann. Und da sind wir dann sozusagen auch bei der Frage, wie kann es eigentlich sein, dass es so eine starke neoliberale Hegemonie gibt? Ich glaube, dass damals in den 80er Jahren ein alternatives Volksprojekt auch im Sinne der Verbindung von Christentum und Kultur der Menschen in den Peripherien systematisch kaputt gemacht wurde, so wie 1973 das Projekt von den Christen für den Sozialismus kaputt gemacht wurde. Das heißt, es gab sozusagen grundsätzlich den Versuch, grundsätzliche Alternativen zu einem kapitalistischen System, das sich dann später als neoliberales System etablierte, zu zerstören. Und das ist, wie wir sehen, ja auch erfolgreich gewesen. Und wenn wir über Neoliberalismus reden, glaube ich, sollen wir nicht nur über Ökonomie und über die Auslöser der, also die ökonomischen Auslöser des, der neueren Entwicklung im Kapitalismus sprechen, sondern dann müssen wir natürlich auch über die ideologischen Zusammenhänge reden, nämlich über die Frage, warum denkt eigentlich niemand Alternativen zu diesem System? Und da hat meines Erachtens die katholische Kirche ganze Arbeit geleistet, um solche Alternativen, die es damals im Ansatz gab, zu zerstören. Und insofern nochmal, wenn die chilenische Bischofskonferenz jetzt erzählt, sie seien die Protagonisten der Bekämpfung oder der Aufarbeitung der Foltergeschichte gewesen, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass sie kräftig sozusagen an der Zerstörung eines alternativen Projekts mitgearbeitet haben. Danke.